Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen BDT-Spieltag. Ja, nach der letzten Woche, Spoiler, ich warte ganz kurz, damit ihr 10 Sekunden überspringen könnt oder so, haben wir ja gewonnen, 6:0 und wir spielen heute gegen den guten Farmin. Und das Problem ist, er hat Hawlucha und ihr wisst, dass ich in Draft-Ligen super die Probleme mit Hawlucha habe. Ich finde sowieso, Hawlucha sollte meiner Meinung nach in S-Rang kommen. Hawlucha allein steht A-Rang, klar. Aber sobald man Tabu dabei hat, das ist für mich ein S-Rang-Pick. Ganz klar. Bin ich ganz ehrlich. Kann jeder zu. Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall werde ich schauen, was der gute Marius heute so mit hat. Kaporiki ist super gefährlich, Garchomp ist super gefährlich, Ressadiero ist super gefährlich. Ich habe auch Angst vor Wolverock, Tark und Cresselia und zu guter Letzt wahrscheinlich sowas wie Snorlax oder Empoleon oder Skelabra. Die finde ich auch noch ein bisschen gefährlich. Ja. Und Pion 3 noch ein bisschen. Wird witzig. Genau, Team hatte ich jetzt hier eben eingeblendet, wo ich das erzählt habe. Ich zeige euch eben mein Team. Wir haben ein komplett speziell offensives Manectric. Wir haben ein komplett speziell offensives Tornadus T. Wir haben ein komplett physisch-defensives Toxapex, weil das mein Ressadiero-Switchen ist, weil wir haben Scald und Toxic und so, ne? Wir haben Bishop mit der Lumberry, mit SD, Iron Head, Sucker Punch und Knockoff. Und wir haben einen Choice Scarf Terracross und wir haben wieder das coole SD Flame Charge Amigento dabei. Mit Multitag und Thunderfang. Mir fehlt zwar der Crunch für Skelabra, deswegen hoffe ich, dass der Skelabra nicht mit hat, aber das werden wir ja sehen. Ich würde sagen, wir lassen ihn nicht zu lange warten. Und schauen, was der gute Marius so mit hat. Ich bin ehrlich, ich sehe die Gewinnchancen nicht allzu gut an. Er ist aktuell Erster, steht 5-0 und mein Matchup ist echt nicht gut. Deswegen, ja, mal schauen. Ich erwarte zumindest mal nicht so viel. Okay, interessant. Er hat viele Pokémon nicht dabei, die ich eigentlich predicted habe. Also er hat Gavatro nicht mit, das war klar. Wolverock nicht mit. Er hat Garchomp mit. Piantragi mit. Er hat Cresselia nicht mit, aber dafür hat er Skelabra mit. Das ist nicht ganz so cool. Er hat Empoleon nicht mit und er hat Tektas nicht mit. Okay, ja, wie gesagt. Sehr, sehr, sehr anders als das, was ich erwartet habe. Trotzdem immer noch sehr gut gegen mein Team. Also allgemein sehr gut. Ich will gerade mal eben schauen, wie viel geschafft Amigento. Wenn ich auf plus 2 bin. Speed. Jetzt bete ich Hawlucha. Da kann ich ihn besiegen. Ich muss halt auf jeden Fall auf plus 2 Speed kommen mit Amigento, damit ich Hawlucha outspeeden kann. Ansonsten kann er halt echt viel Work machen, nur Skelabra ist halt super nervig. Lead ich mit Voltenso? Ich glaube eher, dass er mit Garchomp leadet und ich will ihn nicht vor 3D Rocks rausholen lassen. Deswegen leade ich, glaube ich, mit Boreos. Ich glaube, Boreos ist fein. Ich glaube nicht, dass er mit Tapu Koko leadet. Und falls doch, kann ich dann immer noch hart in Voltenso rausswitchen. Ja, das ist mal der Plan. So, wir haben zwei potenzielle Z-Stein-User und kein Mega-Pokémon. Er hat allgemein gar kein Mega-Pokémon, sehe ich gerade in seinem Team. Das heißt, ich kann auch hier noch gar keine Items predicten. Also wirklich gar nicht. Doch, ich kann den Elektrosamen auf Sadero aufschreiben. Und er leadet mit Pion Draghi. Okay. Ja, Voltenso wäre da auch fein gewesen, aber auch Boreos, finde ich, ist hier in Ordnung. Ja gut. Was machen wir da? Gehe ich instant für die Matschbombe? Oder gönne ich mir einen Orkan? Ich gönne mir, glaube ich, einen Orkan. Ich weiß nicht, ob er direkt rausgeht in seinen Tapu Koko. Aber Razor, Orkan wird doch daneben gehen. Das ist halt so. Okay, er bleibt drin. Orkan trifft. Und ja, macht guten Schaden. Er geht direkt für Abschlag. Wir haben den Z-Move. Das heißt, das ist mir eigentlich relativ egal. Zum Glück haben wir Belebekraft, sonst wäre das jetzt weniger cool. Und ich gehe jetzt hier für die Matschbombe. Weil so oder so sollte er drin bleiben. Muss ich ihm noch ein bisschen Schaden anrichten. Und sollte er rauswechseln, geht er wahrscheinlich raus in Tapu Koko. Und wenn ich das mit der Matschbombe gut hitten kann, bin ich glücklich. Bin ich ganz ehrlich. Okay, er bleibt drin. Matschbombe bekommt. Die macht nicht viel Schaden. Das ist okay. Und er geht nochmal für Abschlag.
Ja, solange er nämlich nicht crit ist, egal. Okay. Ja, ich müsste jetzt halt nochmal für Arcane gehen. Beziehungsweise ich gehe auf jeden Fall nochmal für Arcane. Ja, wenn wir jetzt missen, wäre das kacke, weil dann würden wir Boreos direkt schon verlieren. Bleiben drin. Ach, wir müssen, ja, klar. Ich gehe für Verfolgung, ja. Kacke. Das ist schlecht. Okay. Gut, wie machen wir weiter? Ich hätte halt auch nicht rauswechseln können, also kam auf jeden Fall mein Play, weil er hat halt Pursuit gehabt. Ich könnte raus in Cesurio gehen. Ich habe aber Angst, dass er vielleicht eine Kampfattacke hat. Kann das Ding eine Kampfattacke? Ansonsten, wenn ich auf plus 2 gehen würde, wäre das eigentlich schon ziemlich strong gegen sein Team. Dann wäre noch Tapu Koko, aber von Tapu Koko tanke ich auf jeden Fall was. Pion Draghi. Schauen wir mal. Kann er eine Kampfattacke? Nee. Durchbruch. Würde mich nicht wundern, wenn er das spielt. Und das kann ich mir nicht erlauben. Ich werde in Voltenso gehen müssen. Oh, das ist auch schon wieder kacke. Ja, wir Mega entwickeln und gehen für den Voltwechsel. Ich glaube zwar, dass er vielleicht in Garchomp rausgeht, I don't know. Wenn ja, muss ich wieder umdisponieren. Und falls nicht, bekommen wir hier vielleicht den Kill auf Pion 3. Ich weiß nicht mal, ob der Voltswitch überhaupt killt. Aber ich habe kein Problem, hier für Voltswitch zu gehen. Und sollte er nicht killen, habe ich genug Antworten. Gerade mit Agrostella oder so. Weil er wird dann mich nicht auf Knockoff gehen. Okay, er bleibt auf jeden Fall drin. T-Bolt wäre also besser gewesen. Aber so oder so, auch der T-Bolt hätte, glaube ich, nicht gekillt. So, ich gehe. Wir kriegen nochmal den Bedrohung raus, das ist auch geil. Und hier kommt der Voltwechsel. Und wie viel Damage macht der? Der sollte nicht killen, oder? Ja, T-Bolt hätte gekillt. Er geht für Verfolgung, okay. Ja, durch den Bedrohung ist es okay, da macht er nicht ganz so viel Schaden. Und jetzt habe ich eigentlich ziemlich viele Optionen. Wenn ich in Scaraborn rausgehe, hat er keinen so wirklichen EQ-Switch in, ne? Und den Rest der Dio wird er nicht rausgehen. Ich könnte mir dann einen Hochmut-Boost holen. Aber es bringt mir, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht so viel. Wenn ich in Amigento rausgehe, könnte ich Nitro-Ladung einsetzen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Speed-Investment er hat. Wenn er Full-Speed ist, glaube ich aber eigentlich nicht, dass er Full-Speed ist. Ich gehe raus in Amigento und gehe, glaube ich, für Nitro-Ladung. Wenn ich auf plus 1 Speed bin, outspeed ich sein ganzes Team. Ich mache das mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht Full-Speed ist. Bin ich ganz ehrlich. So, ich gehe jetzt hier für die Nitro-Ladung. Yep. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Weil ich habe so viel Speed-Investment, ich habe 140 oder so, dass ich auf plus 1 alles in sein Team outspeede. Was ganz nice ist. Mal gucken. Wenn er rauswechselt, das wäre so sein Switch. Skelabra wäre halt krass, ne? Also wenn er jetzt auf die Nitro-Ladung in Skelabra rausgehen würde, wäre super RIP für mich. Eigentlich ein riesiges Problem. Okay, ist schnell. Aber er geht für Erdbeben. Er hat scheinbar keine Giftattacke. Das ist okay. Er ist auf jeden Fall scheinbar Full Speed, aber es macht halt keinen Schaden. So, und wir kriegen jetzt hier den Kill auf Pion Draghi. Hat viel zu viel gegen mein Team gemacht, ganz ehrlich. Also, hätte nicht sein müssen. Aber auf jeden Fall ist der jetzt schon mal weg. Gut, wie geht's weiter? Wir outspeeden jetzt ein ganzes Team. Wenn er raus, dann... Ich glaube halt nicht, dass Tapu Koko mich... Killt Tapu Koko mich? Silvally gegen Tapu Koko, was wahrscheinlich... Modest ist.
Nur mit Z-Move. Er geht raus und Relaxo. Okay. Dann gönne ich mir jetzt hier einen Schwertanz. Zack, zack, zack. Weil wenn er für Fluch geht, dann kann ich ihn... Ist egal, ob er auf plus 1... okay, geht auf Fluch, ja. Silvery Fairy gegen Snorlax. Curselax, Level 50. Plus 1 Death. Und Silvery hat plus 2 Attack. Ah, Multi-Attack ist ganz knapp kein Two-Hit. Heißt so viel wie... Ja, ich gehe trotzdem erstmal für Multi-Attack. Kommt halt dann auch ein bisschen so auf sein Investment drauf an, ne? Deswegen, also je nachdem, wie er invested ist, kann Multi-Attack sogar trotzdem Two-Hit sein. Deswegen drücken wir das ja auf jeden Fall. Egal, was kommt. Aber ich muss auch auf jeden Fall noch eine weitere Nitro-Ladung rausbekommen. Weil ohne die... Also wenn ich es jetzt überhaupt schaffe, hier an dem Relaxo vorbeizukommen. Weil ohne die... outspeed ich Restadiro nicht auf plus 2 Speed. Außer... Er spielt so ein super weirdes... Also ich weiß ja nicht, wie viel Speed er auch auf Ding spielt. Auf, okay, es war über 50%. Er geht nochmal für Fluch. Aber... Der kann mich nicht killen. Auch auf plus 2 nicht. Und ich kann jetzt nochmal für SD gehen. Er sollte mich nicht killen können. Aber je nachdem, wie viel Angriffsinvestment er hat, schon... wird schwierig. Also wir werden sehen. Wir werden sehen. Frustration. Sollte nicht killen. Ah, nice. Okay, perfekt. Und jetzt können wir für Multi-Angriff gehen. Und der sollte jetzt killen. Dann habe ich auf jeden Fall Relaxo schon mal weg. Das ist auch nice. Ich weiß nicht, ob er irgendwas... Er kann eigentlich hier nichts rauswechseln. Weil ich bin jetzt auf plus 4. Hat der irgendwas in seinem Team, was mich jetzt outspeedet noch? Nur Scarf-User halt, ne? Aber auch die nicht mehr hundertprozentig. Problem dabei ist halt bloß das Skelabra, dass ich halt keinen Crunch habe, sondern Donnerzahn. Eigentlich für Empoleon, weil ich sonst gar nichts gegen Empoleon hätte. Nicht mehr etwas, womit ich den neutral treffe. Ja, doch mit Crunch. Ja, oh, ich wünschte, ich hätte jetzt Crunch auf Amigento. Das wäre so viel besser. Aber so oder so sollte ich jetzt einen Kill mindestens mitnehmen können. Also egal ob Relaxo oder er halt rauswechselt und ich da dann irgendwas kille. Amigento war ja auf jeden Fall die richtige Wahl, das mitzunehmen. Ich hatte am Anfang überlegt, das vielleicht nicht mitzunehmen, aber er weist sich hier auf jeden Fall gerade als nützlich. Wir gehen für den Multi-Angriff, sind jetzt zwei Angriffe über ihm und der killt. Nice. Damit kriege ich Relaxo weg, ist auch super gefährlich gewesen. Das heißt, es ist schön, den wegzubekommen. Jetzt wird es interessant. Er geht instant raus im Belly. Und das ist sein Guard-Jump. Ich outspeede den. Außer er ist gescarft. Je nachdem halt, wenn er scarft ist, wie sein Investment ist und so weiter. Okay, er ist nicht gescarft. Ist er gesashed? Oder sterben wir in der Haut? Nice. Wir kriegen den down. Sterben wir in der Haut? Bitte überlebt es. Ja, 7 KP. Nice. Und Guard-Jump kriegen wir auch weg. Sweet. Er hätte ins Skelabra rausgehen müssen, aber er weiß ja halt nicht, dass ich nichts gegen Skelabra mit habe. Ah, jawoll! Ah, sick. Macht den Anfang auf jeden Fall wieder ganz gut weg, den ich, wie ich halt gegen Dings gestruggelt habe, gegen Pion Draghi. Alicia, das ist. Skelabra, okay. Jetzt kommt Skelabra rein. Die Sache ist halt die. Ich will mal eben schauen, was mehr Damage macht. Chandelure. Level 50. Plus 4. Ah, Multi-Attack macht leider nur 97% Damage. Das heißt, ich kriege ihn hier auf gar keinen Fall gekillt. Aber den Damage hier drücke ich ihm auf jeden Fall noch rein. Ich wünschte, wir hätten Crunch. Dann hätte ich das hier wahrscheinlich schon fast gewinnen können. Und da kommt die Bürde. Und die killt uns. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Aber ist okay. Ich habe eine riesige Lücke in seinem Team hinterlassen. Gleich ist nur noch Kokolucha da. Und ich kann hier eigentlich relativ safe auf Voltenso rausgehen und Bolt Switch drücken. Und dann mich wieder neu positionieren. So, Bedroher. Und Voltwechsel. Ich habe halt immer noch übel viel Respekt und Angst vor
Coco Lucha. Bin ich ganz ehrlich, okay? Übel viel Schiss habe ich davor. So, wir gehen wieder zurück und schicken. Ich muss eigentlich in Cesurio gehen. Ja, ich muss in Cesurio gehen. Die anderen Pokémon kann ich hier noch nicht reinschicken. Und es ist klar, er muss eigentlich raus in Dings gehen. In Coco. Holucha wäre ja nicht der Play. Und er geht raus in Holucha? Okay. Gut, dann gehe ich raus in Toxapex. Habe ich kein Problem mit. Bin ich ganz ehrlich. Und er geht für Turmkick und der Mist. Ach, das ist so ein gutes Gefühl. Und ich gehe jetzt hier für... Er wird halt raus in Dings gehen. Er wird raus in Tapu Koko gehen. Deswegen gehe ich dabei jetzt raus in Cesurio. Ja. Nice. Sehr, 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 sehr nice. Okay, 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 okay. So, Elektroerzeuger ist okay. Er sollte halt mein Cesurio nicht one-hitten können. Unmöglich. Tapu Koko. Level 50. Außer er ist Modest Leaf. Dann schon. Und ich gehe jetzt hier für den Eisenschädel. Ja. Ich gehe hier auf jeden Fall für den Eisenschädel. Wovor ich Angst hätte, wäre so ein Reflect Tapu Koko. Reflect Lichtschild Tapu Koko. Wäre noch gefährlich. Also kann noch gefährlich werden. Aber erstmal will ich ihm hier Damage reindrücken. So viel es geht. Damit ich dann in Scarbon rausgehen kann, wahrscheinlich. Und dann kann er sich nicht boosten mit Holucha. Oder irgendwie so. Und gegen... Er geht für Kehrtwende. Okay, okay, Moment, Moment. Das heißt, jetzt kommt Holucha rein. Holucha kriegt aber... Kriegt den Death Boost, kriegt aber auch sehr guten Schaden von Iron Head. Der ist halt schon runter auf 50%. Okay, 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 okay. Eisenschädel kommt. Ja, kann ich für Sucker Punch gehen? Ich traue mich nicht, weil wenn er für Dings geht, wenn er für SD geht, habe ich ein Problem. Hier für Iron Head. Er geht für Schwertranz, ja. Nice! Das war wichtig, das war wichtig. Das war sehr, 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 sehr wichtig. Eisenschädel kommt. Ich gehe ganz sicher nicht für Sucker Punch. Und Holucha kann nichts machen. Alter, mein Amigento war einfach so delicious, ne? Ohne Witz. Mein Amigento war richtig delicious. Hat super gut funktioniert. Und jetzt kommt Tapu Koko rein. Ich werde ihm von mir aus den Kill geben auf Cesurio. Ich will ja nicht irgendwie greeden. Da kommt der Donnerblitz. Der sollte eigentlich nicht killen. Ne, der killt nicht. Iron Head kommt. Der macht ca. 60% Schaden. Ja. Heißt, ich kriege jetzt hier nochmal einen Tiefschlag raus. Zack. Der killt nicht, das ist okay, das ist fein. Und jetzt kann ich raus in mein Choice Scarfed Scarabon gehen, was ihn auf jeden Fall outspeedet. Und damit gewinnen wir den Kampf 3-0. Und Marius holt sich seinen ersten Lose bei mir ab, ja, ja. So läuft das hier nämlich. So läuft es gegen die Soul Stealer. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir den Kampf gewinnen, deswegen ich bin ziemlich happy. GG. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Relativ entspannt, würde ich sagen. Okay. GG, holy war ich bad. GG. Okay, gut. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Wertung da. Es geht weiter für die Soul Stealer nach oben. Wir sind aktuell Vierter voll im Kampf gewesen. Und vielleicht können wir uns jetzt die eine oder andere bessere Platzierung gönnen. Mal schauen. Mal schauen. Aber Playoffs sollten so langsam, glaube ich, schon fast drinnen sein. Wir haben gegen Mikkel gewonnen, der aktuell Zweiter ist, jetzt vielleicht sogar Erster. Und wir haben jetzt gegen Fahrer gewonnen, der auch Erster war. Also die Leute, die oben sind, die snacke ich mir auf jeden Fall. Gut, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.